Weil ich mir gedacht habe, dass das vielleicht auch irgendwen interessiert, zeige ich euch jetzt mal eben, wie ich einen Pumpkin Spice Latte vegan mache. Und das ist ein tolles Glas von TK Maxx. Habe ich, wie gesagt, mal bei TK Maxx gekauft. Da kommt so ein Deckelchen drauf, da kann noch ein Strohhalm rein. Und das hier ist auch schon die Mische. Das ist Kürbispüree. Zeige ich euch mal eben ganz kurz. Das ist Kürbispüree, den gab es mal beim DM. Und natürlich kommt da nicht alles rein, sondern ich friere einen Teil halt immer in irgendwelche Kunststofftütchen ein und portioniere das dann so vor und habe dann dafür eigentlich immer die entsprechende Menge für einen so einen Pumpkin Spice Latte. Also hier sind 250 Gramm drin und ich würde sagen, es sind vielleicht so 50 Gramm von dem Püree, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Das friere ich entweder so in Eiswürfelbeutelchen ein oder in diese einen Tüten, Moment, in diese Ziploc-Tüten. Und wenn ich dann also das frisch mache und das Glas frisch aufmache, mache ich das raus und den Rest friere ich eben in diese Tütchen ein und portioniere das meistens auch so vor. Und so mache ich das auch mit der Vanillemilch. Also es gibt Soja-Vanillemilch oder Hafer-Vanillemilch, die packe ich in diese Eiswürfelbeutel. Kann man natürlich auch in Nicht-Plastik-Variante machen und drückt dann so 4 bis 5 von den Teilen raus. Und packe die dann halt in ein Kochtöpfchen und ein bisschen Vanilleextrakt oder Vanillezucker, was auch immer ihr da zur Hand habt, und fülle das dann mit veganer Milch noch auf. Dann gab es letztes Jahr auch diesen Agavensirup mit Pumpkin Spice Gewürz und davon kann man einen Teil reintun oder so ein Gewürz, das habe ich mal geschenkt bekommen oder halt dieses, das habe ich irgendwann mal nachgekauft und im Grunde kann man das aber, denke ich, auch sich selbst zusammensetzen, wenn ich euch denn jetzt zeigen kann, was da drin ist. Ach so, genau. Also man könnte auch eine Gewürzmischung selber herstellen. Dann mache ich hier ein bisschen Kaffee rein. Ich habe mal so Krümelkaffee. Und ja, dann wird das gleich aufgegossen. Kurzer Tipp noch am Rande, wer auch so auf Pumpkin Spice steht, bei dem gibt es gerade Mandelcreme. Ich habe sie noch nicht probiert, aber es stand halt Pumpkin Spice drauf. Habe ich mit PB-Punkten bezahlt. Dann versuche ich, dass das so ganz leicht aufkocht, also nicht richtig aufkocht, nur dass es auf jeden Fall heiß genug ist. Und dann ist es gleich auch schon fertig. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall heiß genug. Und dann kippe ich das Ganze zusammen. Könnte noch vegane Sahne drauf machen, aber dafür müsste ich jetzt eine komplette Sprühsahne aufmachen, möchte ich nicht. Und es hat perfekt gereicht. Juhu! Und so sieht das Zauberstück jetzt aus. Und im richtigen Ambiente wird der Dolch jetzt getrunken. Das Zeug. Jawohl. Das war ein schnelles, kurzes Pumpkin Spice Latte Rezeptvideo. Bis dann. Tschüss.